Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und heute, ja, heute habe ich auch endlich mal geile Sonne am Start. Sonst heißt es im Stream immer, boah, ey, Tobi, bei mir ist mega heiß. Ey, ich schwitze hier voll, übel krasse Sonne. Ich guck raus, trüb, Regen und Weltuntergang. Schön. Heute kommen wir zu einem unglaublich sehr, sehr wichtigen Thema, was für jeden, der irgendwie Elo machen will in LoL oder aufsteigen will, sehr, sehr wichtig ist oder sein kann. Das heißt, wir werden uns rund ums Dodgen beschäftigen. Es wird ja auch sehr, sehr oft in meinem Stream gefragt, hey Tobi, warum Dodgen so oft? Warum sollte man überhaupt Dodgen? Wie funktioniert Dodgen? Etc. Ja, es gibt sogar Leute, die sagen, Dodgen sei nicht worth. Das werden wir heute, ja, negieren. Dodgen ist immer worth. Es gibt eigentlich nichts, was an Dodgen nicht worth ist. Aber das werde ich euch heute erklären. Das heißt grundsätzlich, wichtig für dieses Video wird sein MMR, ja, Matchmaking Rating. Wem das gar nichts sagt, den würde ich empfehlen, mein Video zum Elo-System mal durchzuchecken. Das habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Am besten bevor ihr dieses Video reinzieht, weil das baut so ein bisschen drauf auf, ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr climben wollt. Das heißt, ich werde allerdings grob mal zusammenfassen, MMR und LP. Das sind zwei verschiedene Sachen, die ihr habt. Bedeutet, wir nehmen Spieler Peter. Peter hat, sagen wir, 70 LP. Ja, hier oben haben wir die LP und hier unten haben wir die MMR. Er hat 70 LP, 70 MMR. Das heißt, es ist ausgeglichen, wenn beides gleich ist. Er wird also, ich weiß nicht, wahrscheinlich so 19 Punkte für einen Win bekommen und vielleicht so auch 19 Punkte verlieren oder so 18, ja. Genauso viel, wie er verliert ungefähr. Ich kann es nicht sagen, weil ich dann lange keine normale MMR mehr habe. Ja, Gott sei Dank, Gott bless. Auf jeden Fall ist es so, sollte Peter jetzt ein Game dodgen. Dodgen bedeutet, er verlässt eine Champion Selection. Dann verliert er beim ersten Dodge 3 LP, kriegt eine 5 Minuten Strafe. Und beim zweiten Dodge verliert er 10 LP, 30 Minuten Strafe. Zumindest im Ranked. Sollte er jedes weitere dodgen, bleibt es bei der Strafe 10 LP und 30 Minuten. Nehmen wir also an, wir haben 70 LP bzw. Peter und 70 MR. Er dodgt, dann geht die LP runter. Aber die MMR nicht. Die bleibt immer komplett unberührt. Er dodgt wieder, zack, 50 LP. 40, 30, 20, 10, 0. Er hat jetzt bis auf 0 LP runtergedodgt, hat 0 LP, aber 70 MMR. Jetzt kommt das Riot-System ins Spiel. Und das Riot-System ist natürlich computermäßig, sagt sich, okay, wir haben hier Peter. Der hat 0 LP, aber der hat 70 MMR-Punkte. Das muss ein Smurf sein, der ist krass. Und was machen wir mit Smurfs? Richtig, wir wollen, dass die so wenig wie möglich in ihrer Elo hocken, damit die nicht die ganze Zeit irgendwelche Noobs kaputt machen. Das heißt, wir geben dem richtig dick, saftig viel LP. Ab jetzt an wird Peter, also für einen Win, circa, kommt natürlich immer drauf an, was eure MMR so hergibt, aber 25, 26, vielleicht sogar mal 27 LP bekommen und gleichzeitig, ganz, ganz wichtig, nur noch so 15, 16 LP verlieren. Denn das System sagt, okay, hier, Fehler werden dir verziehen, ne? Du kannst auch Pros verlieren mal, ist nicht so schlimm. Solange deine MMR gut bleibt, kriegst du weiterhin saftig Punkte. Der Vorteil liegt absolut klar auf der Hand, bedeutet, ihr könnt fast zwei Spiele hintereinander verlieren, 15, habt 30 LP verloren, gewinnt dann ein Spiel, habt 26 LP gewonnen, seid also quasi fast wieder even. Und jetzt kommen wir nämlich auf das Even zurück. Nehmen wir an, ihr gewinnt, beziehungsweise nicht ihr, Peter. Peter gewinnt 5 Spiele und dann verliert er 5 Spiele. Was ist passiert? Bei vielen von euch wäre es so gewesen, dass ihr plus minus 0. Ihr seid da, wo ihr angefangen habt. Das ist ein bisschen räudig, weil ihr wahrscheinlich den ganzen Tag gespielt habt. Bei Peter ist es egal. Er hat den ganzen Tag gespielt, aber er hat trotzdem 50 LP plus gemacht, obwohl er 5-5 gespielt hat und ist in seine Promo gekommen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte, warum Dodgen worth ist. Natürlich gibt es auch einen Nachteil, muss man direkt sagen. Peter spielt jetzt nicht gegen die Gegner auf 0 LP, sondern er spielt gegen die Gegner hinten bei 70 MMR. Ja, gegen diese Gegner spielt er, obwohl er hier unten ist. Das ist ein kleiner Nachteil, aber wenn ihr sagt, ihr wollt, ihr gehört sogar hier nach hinten, nach Challenger, wie ihr meistens sagt, ne? Oder ihr sagt, ihr könnt, gehört sowieso ein bisschen weiter nach oben, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, solange ihr nicht übertreibt und als Goldspieler gegen Diamondspieler spielt, dann geht's ja noch, ne? Ich zum Beispiel spiele als Platin 1 Spieler aktuell gegen Spieler, die Diamond 4 oder sowas in der Richtung sind, ne? Das ist ganz okay auf jeden Fall. Außerdem Diamond 5, Diamond 4, da tut sich echt nichts. Meistens sind Platin 1 Spieler schon besser. Und ich bin der beste Beweis, dass eine gute MR nice ist, weil ich habe eine negative Winrate. Ja, negativ, was also gerade so, was nicht schön ist. Und ich bekomme 26 LP, wie man hier bei dieser Einblendung sehen kann. Das ist mein Game. Und ja, ich denke mal, das ist mehr als die meisten von euch mit einer positiven Winrate bekommen. Und für mich ist das Climpen relativ einfach. Ich verliere auch 15 LP, gewinne 26, manchmal auch 27. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ja, zwei Games gewonnen, 50 LP. Wann sollten wir jetzt also dodgen? Befassen wir uns mal grundsätzlich damit. Es gibt verschiedene Szenarien.
Grundsätzlich kann man dodgen, weil man seinem R verbessern will. Du dodgst, um deinem R zu verbessern. Was aber besser ist, und deswegen dodgen wir auch wie ein Pro, indem du beides kombinierst. Und das mache ich. Das heißt, ich möchte meinem R verbessern, aber ich suche mir die Spiele heraus, die ich wirklich spielen möchte. Das heißt, nicht jedes Spiel ist gleich. Die meisten Games werden in der Champion Selection schon entschieden. Und man kann grob schon mal an der Teamcomp abhauen. So ein bisschen gucken. Das heißt, hast du zum Beispiel einen Lee Sin im Team, dann ist sowieso over, da gehen wir gleich drauf ein. Aber hast du einen Lee Sin, einen LeBlanc und einen Draven im Team, dann hast du ein super krasses Early Game. Meistens wird ein Solo-Queue gesroutet, vor allem in deinem 5, das heißt Early Game ist RIP. Und im Late Game hast diese Combo einfach gar keine Chance, 0%. Ja, ist over, das heißt, so ein Spiel würde ich nicht spielen. Ich würde direkt rausgehen, weil die Gewinnchancen relativ gering sind. Habe ich jetzt ein komplett krasses Team, dann würde ich das natürlich eventuell spielen. Weiter geht es mit einigen, ja, es gibt gerade in Diamond 5 sehr, sehr viele Mad-Leute. Ja, das heißt, sie spielen jetzt AD Carry, ihr Midlaner geht nur 6. Und obwohl sie AD Carry sind, sagen sie sich, okay, ich gehe jetzt nächstes Game Midlane, ich carry diese Scheiße selber. Er pickt also seinen Victor, hat schon ein paar Games dieses Season mit Victor gemacht. 4 Stück an der Zahl, ist 0-4 gegangen, hat also eine Winrate von 0% und ist wahrscheinlich auch noch super tilted und super mad. Ist also keine gute Entscheidung, dieses Game mit ihm zu spielen, weil er einfach wahrscheinlich, ja, das ganze Team sabotieren wird, ne? Gerade wenn Leute auch tilted und mad sind, oder auf einer Losing Spree sind, das ist ebenfalls ein guter Indikator. Ja, wenn die in der Champions Selection flamen, geht sofort raus. Geht einfach raus, da tut ihr euch wirklich keinen Gefallen mit. Dann geht es weiter mit speziellen Champions. Das heißt, Champions, wo ich wirklich dodge, ist Lee Sin. Ja, ich habe gesagt, so ab 59% Winrate, wenn der Lee Sin hat, dann spiele ich mit. Aber Lee Sin ist einfach ein Champion, den musst du mechanisch beherrschen. Und wenn du das nicht kannst, dann ist der einfach komplett, wahrscheinlich einer der schlechtesten Champions im ganzen Spiel. Das heißt, Lee Sin haben wir hier, Draven. Draven ist ebenfalls unglaublich schlecht im Late Game. Und im, weiß ich nicht, im Early Game. Das ist halt so High Risk, fast gar kein Reward, müsste man sagen. Ja, das heißt, wenn du im Early Game snowballst, dann hast du gute Chancen, aber kannst trotzdem im Late Game ausgescaled werden. Und wenn du im Early Game kaputt gehst, dann bist du einfach komplett over. Dann kannst du Draven in eine Tonne treten und Lucian ist auch einfach nur Müll aktuell. Ja, das kannst du in eine Tonne treten. Aber auch hier gilt, wenn diese Spieler eine gute Winrate haben, so 60%, dann spiele ich das. Ne? Das heißt, ich orientiere mich hier auch viel an der Winrate von Spielern. Ich gucke so, okay, was haben meine Leute für Winrate? Haben die viel ihre Champions gespielt? Hat hier einer, zack, keine Ahnung, 80 Games, 60% Winrate, ist das ein sehr, sehr guter Spieler, den würde ich, also, ist ein guter Spieler, den würde ich gerne in meinem Team haben. Hat der 70 Games gespielt, eine 40% Winrate, dann denke ich mir so, spiel lieber mit anderen Leuten, ich gehe dann jetzt was essen, tschüss. Also, natürlich ist das auch kein Indiz, ja, aber das ist so Statistik, ne, Wahrscheinlichkeit etc., ne, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Games verloren, wo ich das perfekte Team hatte, ne, wurden wir gestompt, und ich habe schon Games gewonnen, wo wir das ich habe schon mal ein Game, wollte ich aus Versehen dodgen. Nein, nicht aus Versehen. Ich wollte es dodgen, hab's aber aus Versehen nicht geschafft. Ja, dann bin ich reingekommen und also in LOL wieder eingeloggt und zack, Game hat angefangen und wir haben die Gegner gestompt. Sowas kann absolut passieren, ne? Also es ist kein Indiz, aber, ne? Grundsätzlich besteht natürlich auch hier, ich habe gesagt, ich suche mir die Matches aus. Wenn du wirklich guckst, dass du nach guten Spielern deine Champion Selection so ein bisschen absuchst, ja, das kann bei OPGG einfach eingeben, dann siehst du alles, was die Leute haben. Dann ist die Chance auch gut, dass du die Spiele spielst, wo du einen Smurf im Team hast, ja? Ne? Also, du kriegst also ein paar Free-Wins noch vielleicht mit dabei. Wobei, solche Spiele habe ich auch schon verloren. Die Cassiopeia, die ich letztens in dem Int-Video hatte, war auch ein Smurf. Ja, jetzt kommen wir mal zum... Achso, einen Punkt haben wir noch, Autofilt. Wenn du Autofilt bist, dann dodge. Tu dir den Gefallen und dodge einfach. Das ist ein MMR-Fest. Nice. Weitere MMR-Feste sind übrigens auch, wenn ihr 99 LP habt. Viele würden sagen, boah, scheiße, ich habe 99 LP, so eine Kacke, ich bin in die Promo gekommen. Ist das Beste, was dir je passieren konnte. Glaubt mir, Leute. Denn ihr könnt nur 100 LP haben. Sagen wir, ihr habt 99 LP, 99 MR. Und ihr gewinnt jetzt ein Spiel. Was bekommt ihr? Richtig, ihr bekommt ein LP, aber ihr bekommt, keine Ahnung, was eure MR hergibt, sagen wir 24 MMR dazu. 24 MR, die wird draufgepackt, während eure LP bei 100 bleiben. Ja? MMR geht weiter, LP bleibt. Und wenn ihr in der Promo dann zwei Games gewinnt, die MMR steigt in der Promo auch weiter an. Beziehungsweise geht auch weiter runter. So berechnet sich dann nämlich auch, wie viel MMR oder beziehungsweise wie viel LP ihr, nachdem ihr die Promo verloren habt, habt. Ja, verliert ihr zweimal ungefähr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn ihr eine krasse MMR habt, dann habt ihr, ist die Chance hoch, dass ihr so 90 LP nach der Promo habt. Wenn nicht, dann nicht. Grundsätzlich ganz wichtig zu sagen, ihr könnt durchs Dodgen niemals gebannt werden oder reported werden. Das geht nicht. Ich bin Dodge-König, ich dodge unendlich viel. Geht nicht. Ich bin nicht gebannt. Over. Außerdem muss man sagen, ihr könnt auch nicht droppen. Ich habe schon bei minus 67 LP, ja, das hatte ich schon. Ich glaube, 70 hatte ich auch schon mal.
zwei, drei Games verloren, du droppst nicht. Das hat nichts mit minus LP zu tun. Das ist komplett von der MMR abhängig. Wenn deine MMR sagt, du hast 50 LP, aber minus 67 MMR, stopp. Minus 67 LP, aber 50 MMR, dann kannst du noch diese MMR verlieren. Das heißt, du verlierst und erst dann bei 0 LP kann es sein, dass du droppst. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum vielleicht einige Leute sagen, es sei nicht worth. Der zeitliche Faktor. Aber deswegen lernen wir auch hier, wie man dodgt wie ein Pro, ja, wie so ein richtiger. Da sagen mir Leute, Tobi, das ist gar nicht worth, ich muss hier erstmal 30 Minuten warten. Ja, tut mir leid, dann dodgst du auch einfach falsch. Denn wie dodgt man richtig? Man dodgt dann, also kommt natürlich immer drauf an, aber wenn ihr jetzt zwingt, eurem eher boosten wollt, dann dodgt ihr dann, wenn ihr gar nicht spielen wollt. Das heißt, ihr dodgt dann, wenn ihr jetzt Fernsehen gucken geht. Ihr dodgt, wenn ihr gerade eine Serie gucken wollt, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt essen gehen, ne? Mutter ruft hier mit Abendessen, dann sagt, okay, ich schmeiß mal mit einmal ran, dodgen. Oder zum Beispiel, wenn ich den Stream ausmache und keinen Bock mehr auf LOL hab, dann dodge ich eins und dann mache ich den PC aus oder sowas, ne? Ihr dodgt also dann die Spiele, wenn ihr gar nicht spielen wollt. Das ist eine gute Mechanik. Natürlich, alternativ, wenn ihr sagt, ihr wollt die Game spielen, ne, und nach euren Teams gucken und potenziell, ihr habt ein gutes Team, wollt es dann durchspielen, dann könnt ihr euch natürlich, dann wäre es gut, wenn ihr euch was zwischendurch sucht. Das heißt, ich dodge zum Beispiel und wenn das dann nicht klappt, dann schneide ich ein Video oder mach irgendwas anderes. Ja, so die Möglichkeit gibt's. Also den zeitlichen Faktor, das muss man wirklich einfach nur gut handeln können. Jetzt ist natürlich ein relativ mentaler Faktor dabei und zwar ist es so, solltet ihr 50 LP wegdodgen, um eure MR zu verbessern, dann seid ihr natürlich extrem weit von eurer Promo entfernt, was ein bisschen doof ist, ja. Manche wollen lieber schnell in die Promo kommen, aber dann seid ihr in der Promo, habt eine scheiße MR und fallt danach wieder vielleicht direkt schnell runter. Ist also nicht zwingend das Beste. Außerdem muss man hier sagen, es ist eine Investition in die Zeit. Das heißt, ihr dürft natürlich nichts zu Großes erwarten, wenn ihr ein Game rausgeht, 10 LP Deutschland, dürft ihr nicht sagen, okay, warum kriege ich jetzt nicht 26 LP? Es kann sein, dass eure LP um 1 höher werden, es kann aber auch sein, dass es sich gar nicht verändert, ja. Also effektiv müsst ihr mal so 3, 4, 5 Games dodgen, damit die MMR wirklich, wirklich besser wird. Das seht ihr dann. Ich persönlich sage, ich dodge alle, also ich will immer plus 23 mindestens haben. Das ist mein absolutes Minimum. Alles, was da drunter ist, schmerzt mir, ja. Bei 23 LP verliert man meistens so 16, 17. Das ist wirklich noch in Ordnung, ne? Lieber habe ich aber 26. Aber auf jeden Fall die Investition in die Zeit. Das bedeutet, ihr gebt erstmal 10 LP ab. Die sind weg. Die sind aus dem Fenster rausgeworfen. Aber wenn ihr jetzt 10 Spiele hintereinander, spekulieren wir einfach mal, oder wir sagen, ihr gewinnt 5 Games und 5 verliert ihr. Dann kriegt ihr pro 5 Wins, nehmen wir wirklich mal den härtesten Fall an, 1 LP dazu. Und durch die Loses, die ihr habt, verliert ihr 1 LP weniger. Das heißt, ihr habt schon die 10 LP wieder drin. Es ist also wirklich eine Rechnung, die sich über viele, viele Games rentiert. Und wenn ihr eure MMR halten könnt, dann müsst ihr das rein theoretisch nur einmal machen. Ne? Das Schlimmste, was euch passieren kann, das ist ein MMR-Tod. Wir hatten vorhin das MMR fest. Der MMR-Tod ist, wenn ihr auf 0 LP Games verliert. Es gibt wahrscheinlich einige von euch, die sagen so, da kennt ihr so Kumpels von euch, boah, ich freue mich richtig, ich habe schon 2 Games auf 0 LP verloren und bin noch nicht gedroppt. Mein Freund, das ist das Schlimmste, was dir passieren konnte. Ich würde am liebsten vielleicht sogar schon bei einem Game auf 0 LP droppen. Jedes Game auf 0 LP, das ist nämlich genau dasselbe wie bei der Promo. Das heißt, wir haben hier wieder unsere LP. Du hast 0 LP und 0 MMR. Du verlierst ein Game, verlierst keine LP. 0. Passiert nichts, aber deine MR, die sagt, later. Ne, die geht runter. Verlierst noch ein Game, later. Noch ein Game, later. Das heißt, Leute in Diamond 5, ne, deswegen sind die auch meistens so richtig, die haben eine komplett verdoomte MMR. Die spielen teilweise mit Platin 2 Leuten zusammen, so schlecht ist die MR. Und die verlieren halt 10 Games auf 0 LP. Und danach ist einfach RIP, ne? Das heißt, Games auf 99 LP, geil. Games auf 0 LP, over and out. Ne? Wenn ihr eure MMR erhalten könnt, dann müsst ihr das, wie gesagt, nur ein einziges Mal machen. Dann ist cool. Ja, das war's dazu. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Dodgen. Haut rein und tschüss.